War sehr schön, ja. Nach der Zeit jetzt wieder mit allen auf dem Platz zu stehen, auch mit allen gleichzeitig trainieren zu dürfen, Zweikämpfe zu haben, das ist dann natürlich schon nochmal wieder was anderes, auch von der Intensität her. So drumherum war es noch ein bisschen anders abgeändert mit den ganzen Vorgaben, Kabine und alles getrennt und vom Duschen her. Aber ich denke, jetzt so nach und nach kommt da auch wieder Normalität rein. Man hat gemeinsam seine Abläufe gehabt, Frühstück, dann gemeinsam zum Training gefahren, dann natürlich gleich wieder zurück. Jeder hatte seine Zimmer, da gab es auch noch ein paar Vorgaben, alles Einzelzimmer und Essen, Mittagessen am besten auch getrennt auf den Zimmern. Von daher ja, war es gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, nur eine Woche und mit dem Ziel vor Augen, das Spiel am Wochenende, ließ es sich dann eigentlich auch ganz gut aushalten und ging schnell vorbei. Ein paar Tage bevor wir ins Hotel sind, kam die Kleine gesund zur Welt. Da waren wir froh, dass da alles geklappt hat. Dann natürlich für meine Frau erstmal schwierig, dann ganz alleine zu sein. Sie hat sich zum Glück Unterstützung geholt von ihrer Mama. Die hatte Zeit, die ist die ganze Woche hergekommen, sonst wäre das auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Natürlich wäre bei dem anderen ein oder anderen Spiel noch ein Punkt mehr drin gewesen oder hätten wir einen Dreier mehr holen können. Aber es müssen wir abhaken. So viel Zeit haben wir nicht. Das nächste Spiel steht jetzt am Sonntag schon wieder an. Dann geht es ja, gleich wieder weiter. Von daher schauen wir jetzt aufs nächste Spiel. Müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen auf jeden Fall die 3 Punkte jetzt endlich mal wiederholen. Ungeschlagen bleiben, das auf jeden Fall. Die Serie wollen wir auf jeden Fall halten. Aber die richtigen Schritte oder die großen Schritte machst du halt einfach nur mit einem Dreier. Bin selber überrascht, dass der Körper das eigentlich so ganz, ganz gut wegsteckt. Kommt natürlich auch immer aufs Trainerteam drauf an, wie die dann das Training oder danach alles die Intensität gestalten. Ja, da muss man mit dem Physio-Team, mit dem Ärzte-Team dann, ja, eng zusammenarbeiten und da sofort wieder regenerieren. Dass man von der Tribüne halt auch alles so klar hört, war auf jeden Fall eine Umstellung, aber ich muss sagen, inzwischen ja, verliert man da eigentlich keinen Gedanken mehr dran. Man nutzt es oder versucht es zu nutzen, auch von denen, die draußen sind, auf der Bank oder auf der Tribüne, ja, hat man die Möglichkeit, sein Team noch besser zu unterstützen und anzupeitschen. Da kann man auf jeden Fall auch was Positives draus sehen. Aber natürlich ist es ganz was anderes, wenn die Fans einen nach vorne peitschen. Das motiviert dann schon deutlich mehr.